Naja, versuchen wir mal an den Tod ranzukommen, ohne dass der T-Rex uns frisst. Ja, der kommt einfach frei. Ohne Kampf. Dachtest du, ne? Oh mein Gott. Was passiert eigentlich mit den Leuten, wenn die Gemälde zerstört werden? Braves Dino! Braves Dino! So. Wir müssen mit Eier auf den schmeißen. Oder das juckt ihn wenig. Wobei, zwei Eier? Ja, man muss das schon so irgendwie... Ah, warte, muss ich mit zwei Leuten spielen? Ja, ich glaube schon. Schaut so aus. So. Hängt er da an der Stange fest? Kommt er nicht frei? Oh, er ist wütend. Und trifft uns sogar. Ach, erbärmlich. Aber ich sehe kein zweites Dino-Ei. Oder soll der jetzt... Ach, ich dachte, der frisst jetzt, Fluigi. Aber richtig nice Musik mal wieder. Das ging irgendwie daneben. Muss ich auf den richtigen Punkt warten? Nee, das war irgendwie nicht der richtige Moment. Ja, oder ablenken? Ich glaube, mit Eiern wird das nichts. Ob das Vieh wohl auch auf andere Sachen herumkauen würde? Ja schon, aber auf was denn? Ich sehe hier nichts. Er pulverisiert Fluigi. Oder die Steine da, die runterfallen? Warte, ich lenke den mal ab. Vielleicht bin ich einfach zu weit weg. Ah, Tatsache. Let's go! Er kommt nicht frei, ne? Ja. Er kommt frei. Okay, lauf, 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 lauf. Jetzt weiß ich nicht, was er macht, aber... Es wird sicher nicht schön. Glitcht er sich gerade da ein bisschen durch? Ist er cheaten? Bug-using ist nicht erlaubt, okay? Mein Freund. Aber ich verstehe gerade auch hier nicht die Aufgabe. Ich stelle mal einen Köter hier hin. Ich hoffe, er geht auf Luigi. In der Hoffnung, dass ich halt irgendwie... Okay, mit den Knochen habe ich ihn getroffen. Oh, scheiße. Er wird Luigi angreifen. Er wird Luigi angreifen. Aber er ist abgelenkt, ne? Triff doch, Luigi! Ja, hier geht man halt an diesem Klischee. Ach Gott, Windows am Sterben. Hier wird das Klischee halt aufgegriffen, dass diese Dinos irgendwie schlecht sehen, ne? Und schlecht riechen. Das soll aber anscheinend gar nicht so stimmen. Na, ich weiß es nicht, ne? Ich bin kein Experte, was die Dinos angeht. Das hat mich auch nie sonderlich interessiert.
Aber man kennt es ja aus den Jurassic Park Filmen und so. Da gibt es ja die legendäre T-Rex-Szene. Ja komm, brüll nochmal. Brüll nochmal für Papi. Ja, braves Kerlchen. Da war die ganze Zeit ein Neandertaler Geist drin. Der ein bisschen wütend ist. Haben wir sein Feuer geklaut. Ich habe auch da keine Ahnung, wie man den schlägt. Warte. Hat der irgendwie ein Muster? Ja, der macht mal so Wellen. Ah, und dann steckt er fest. Und dann steckt er fest. Okay, okay. Ja, die Muster wiederholen sich so langsam, aber in schwieriger halt, glaube ich. Ja, schlägt einmal drauf. Und irgendwann kommt dieser super krasse Schlag. Er lässt sich aber Zeit damit. Ja, jetzt kommt's. Und hoch. Und wieder eingesaugt. Da gibt's aber noch eine Runde 3, oder? Ja, da gibt's noch eine Runde 3. Er bewegt sich halt so langsam. Er trifft uns nie. Jetzt macht er es direkt. Sehr gut. So, dann ist Green Time. Ist jetzt vorbei. Weg mit dir. Was? Der hat ein Leben. Oh, belast du. Wem willst du was beweisen, ne? Weg mit dir. Oh, und der hat auch einen Aufzugsknopf. Ah, nee, das Bild. Ja, gut, das ganze Bild passt einfach in den Staubsauger. Let's go. Ja, dann befreien wir den nächsten Toad. Oder auch langsam Zeit. Und er hat B2. B2 ist gesichert. Komm, lieber Toad. Auf zum Aufzug. Oh, wie freudig der da rumspringt. Sehr schön. So, wir gehen den anderen Weg rum. Vielleicht sehen wir noch was Witziges. Aber war das Museum so kurz? Lel? Ja, hier kommt man vielleicht noch irgendwann zurück. Vielleicht kommt diese Katze nochmal wieder. Aus dem letzten Part. Ja, aber wir wollen doch auch mit. Ja, die Frau Direktorin. Die ist gar nicht so amused. Nun denn, Luigi, jetzt fehlen noch ein weiterer Toad, Prinzessin Peach und Mario. Die Hälfte ist geschafft. Viel Glück. Ja, Hälfte geschafft. Heißt aber nicht, dass wir Pause machen können. Aber was befindet sich denn in Basement 2?
Finden wir wohl heute heraus. Das ist die Wasseranlage. Okay. Ja, eine Stelle, wo Luigi, ja, seine größte Angst bekämpfen muss. Nämlich Wasser. Und wir haben die Hoffnung, ein weiterer Schalter zu finden. Okay. Erste Frage, die ich habe, gibt es hier auch Juwelen? Ich denke mal, ja. Und da ist eine Röhre gleich mal hinter uns. Ja, dann schicken wir Luigi gleich mal in diese Röhre rein. Was deckt er da auf? Oh, ich sehe eine Truhe hier oben. Und da fehlt eine Leiter. Ah. Warte, hier ist eine Leiter, ne? Da könnte schon direkt ein Juwel drin sein, weil das ist ja gut versteckt, ne? Ach, komm her. Nein, du kommst her. Blödes Ding. Hörst du ja auch schon Geister im Hintergrund. Ja, eine Menge Geld, aber kein Juwel. Ich beschwere mich nicht. Das hier, kann man das abziehen? Ja, und dann kommt man wieder zu den Batman-Fledermäusen. Und was ist da drin? Einfach nix? Okay. Geh weg, Fledermaus. Oh nein, was tut der? Okay, das ist mehr so ein Trollgeist. Und es sind Juwel da oben. Kann sich Luigi das nehmen? Ja, aber über eine andere Röhre, auf die wir im Moment noch keinen Zugriff haben. So, Luigi kommt vermutlich hier nicht durch, oder? Doch, kommt er. Weil wir können das hier nicht zurückdrehen, oder? Ah, doch, passt. Und wir müssen trotzdem an den Schlüssel kommen. Also irgendwie geht das dann doch. Ist der Kanal jetzt vielleicht einfach umgedreht? Nee. Also gibt es noch irgendwo ein anderer Weg? Hier, das schaut aus wie eine Tür, ne? Das hier. Ah ja, es ist eine Fake-Wand. Okay. Und das führt uns jetzt zum Schlüssel. Wie man zum Juwel kommt, erkenne ich zwar jetzt noch nicht. Gibt es vielleicht irgendwo noch eine Fake-Wand? Da kommt man anders daran. Das ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir haben den Schlüssel. So, einen Raum können wir noch machen. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ich will euch nicht stören, Freunde, aber Feierabend. Genug gespielt.
Oh, da sind auch diese kleinen Geister am Start. Ja, alle weg. Weg mit dir. So, einer lebt noch, ne? Der mit dem Eimer auf dem Kopf. Der will ja halt kämpfen. Oh Gott, Schwächling. So, weg mit dir. Und auch den. Holen wir uns. Was ist hier jetzt für eine Vorrichtung? Eine sehr komplexe. So, erstmal dieses Rohr hier abchecken. Da habe ich schon ein Scanner-Teil gesehen. Aber hier muss Luigi mithelfen. Also wir brauchen jetzt... Hä? Müssen wir das hier ausschalten? Ja. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, sind wir safe hier? Jetzt mache ich das wieder an. Dann müssen wir die Silberrohre auch schließen. Okay, wir sind schon mal safe zwischen den Rohren. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch das hier auskriegen. Aber wie? Hiermit? Nee, irgendwie nicht. Ah, es gibt noch ein drittes Rohr hier. Guck mal. Kann ich das auch zurückdrehen? Ja, kann ich. Und das ist das richtige Ziel. Sehr gut. Dann gleich mal Scanner hier draufhauen. Und damit ist die Tür offen. Für den nächsten Part von Luigi's Mansion 3. Sei doch dann wieder dabei.